Kapitel 7. Was ist die Edda? Ich weiß eine Esche, die Weltenbaum heißt. Ein weißlicher Nebel benässet den Wittel. Draus fallet der Tau, der die Tiefen befruchtet. Immergrün steht sie am Brunnen der Ort. Miss kam er als Menschen wohl meinen. Und ungemach duldet die Esche. Im Wipfel die Hirsche, im Stamm die Verwesung. Im Wurzelwerk nage der Neidwurm. Und Würmer mehr wimmeln wohl unter dem Baum. Als unkluges Affenvolk ahnet. Edda. Wir können unmöglich auf dem Wege zu den Rannen an einer Erscheinung wie der Edda vorbeigehen, die aus der grauen Vergangenheit unserer Rasse in die Gegenwart leuchtet. Bevor wir uns aber der Edda und ihrer Bedeutung näher zuwenden, müssen wir erkunden, wer die Schöpfer und Bewahrer ihrer Gedanken und Taten sind, welchem Geiste, welchem göttlichen Haupte der Wille zu diesem geistigen Weltwunderbau entsprang. Die Edda ist, wie die Dinge heute liegen, unsere reinste Quelle arischer Geistesgeschichte neben den arioindischen Veden. Karl Simrock, der Erste, der den Versuch einer vollständigen Edda-Übersetzung wagte, schrieb in der Einleitung dazu im Jahre 1851 die heute noch gültigen Sätze, dass die Götter des Nordens auch die unseren waren, dass beide Bruderstämme, der deutsche und der nordische, wie Sprache, Recht und Sitte, so auch den Glauben im Wesentlichen gemein hatten, dass Odin Wotan ist und Thor Dunar, dass Alfen und Elben, Sigurd und Siegfried nur andere Formen derselben missischen Namen sind, darüber bleibt uns längst kein Zweifel. Wie kommt es aber dann, dass wir gegen die nordische Mythologie noch immer so gleichgültig tun, als ob sie uns von Haut und Haar nichts anginge? Möglich, dass wir eben darum von den nordischen Göttern nichts wissen und wissen wollen, weil sie die unsrigen sind. Dann freilich ist das nur allzu sehr deutscher Charakter, überall in der Welt, in Rom und Griechenland, in England und Spanien, in Arabien, Indien und China jeden Winkel zu durchstöbern, sich in jede Sackgasse zu verrennen und dabei im eigenen Hause wie die Blinden umherzutappen. Der Zorn und die Verachtung, die aus diesen Worten des großen Ahners unserer Vergangenheit spricht, ist auch heute noch berechtigt. Seit 250 Jahren ist die Edda aus ihrer Verborgenheit wieder an das Licht des Tages gezogen worden. Alles Mögliche und Unmögliche, Nutzloses und Fremdes hat das deutsche Volk inzwischen aufgenommen, seine Edda kennt es immer noch nicht, weil die Lehrer seiner Jugend alle Verbindung mit der Herkunft ihres Volkes verloren haben. Simrock setzt noch hinzu. Mit der Erforschung unserer Altertümer ist es nicht schon getan, sie wollen Neutümer werden, das Erbe unserer Väter will zum Nutzen der Enkel verwandt sein, die versunkenen Schätze unserer Vorzeit dürfen wir keine zweiten Verwünschungen anheimfallen lassen. Wir müssen sie ummünzen oder doch von Rost befreit von neuem in Umlauf setzen. Erleuchtete Geister unseres Volkes haben allerdings schon früh das Außergewöhnliche und Unvergleichbare erkannt, das uns in den alten heiligen Büchern unserer Rasse überliefert worden ist. Schon 1775 schreibt Wieland, von dem man vielleicht am wenigsten diese Worte erwarten würde, man muss gestehen, wenn das Klima der alten Skandinavier kalt war, so war es gewiss ihrer Imagination nicht. Was sind alle Märchen der griechischen Poeten gegen dieses? Dass mit dieser verständnisklaren Einschätzung Wieland nicht nur seiner eigenen Generation voraus war, sondern selbst der beginnenden Romantik, bezeugt noch Wackenrothers Einwand. 1792, wollte man beständig sein Auge auf die eingepelzten Götter Skandinaviens heften, so verlöre man allen Sinn für ein sanftes griechisches Profil. Noch ist die Größe der Edda erst eine Ahnung, noch ist sie keine Erkenntnis. Es müssen erst Leute kommen, die altnordisch können. Zu den unsterblichen Verdiensten der jungen Wissenschaft, die auf die Gewinnung des gesamten germanischen Wesens ausging, zählt die Ehrfurcht, mit der sie von Anfang an sich vor der königlichen Größe dieser unserer alten Götter und Helden sah gebeugt. Mir erscheint die Darstellung so würdig und grandios, spricht Wilhelm Grimm 1811, dass ich diese Lieder mit zu den ersten in der Poesie rechne. Alles ist gemessen, mit kühnen Übergängen und Auslassungen so einfach, erhaben und kräftig, dass mir die alte Tragödie, der Aeschylus, dabei einfällt. Es waren nicht nur die alten Skandinavier, denen man inzwischen näher gekommen war, sondern der Name Aeschylus sagt es, auch den alten Griechen. Man hatte entdeckt, dass es außer dem sanften griechischen Profil noch ein gänzlich anderes gab, sicher nicht minder griechisch als jenes, aber von einer altertümlichen Strenge, einer schier barbarischen Erhabenheit, die mit derjenigen der Edda überraschend zusammenstimmte. Ist es nicht wie eine Vorahnung des Rings des Nibelungen, wenn Friedrich Schlegel das Jahr darauf den Satz hinschreibt, das Ganze ist wie ein einziges Gedicht, ein fortgehendes Trauerspiel. Dass in der ethnischen Eiche, wie von Götterhand hineingestoßen, ein tragisches Schwert steckt, fällt auch Wilhelm Grimm auf, als er wieder zu seinen nordischen Studien zurückkehrt, wo diese Poesie den Anfang macht zu ruhiger Entfaltung und gleichförmigem epischen Fortschreiten, wird sie gestört durch die Neigung zu lebhafter, dramatischer Darstellung, die überall durchbricht, die schönsten Lieder gehen bald in Gespräche über oder sind ganz darin abgefasst. Die erzählenden Strophen waren nur den Zusammenhang. Alles in der Mitte liegende, verbindende ist ausgelassen. Die Taten stehen streng nebeneinander wie Berge, deren Gipfel bloß beleuchtet sind. Betrachtet man diese Härte bei dieser Erhabenheit und das vordringende Dramatische in diesen Liedern, so ist eine Erinnerung an den Geist der alten Tragödie nicht zu kühn. Was heißt Edda? Das Wort wird verschieden gedeutet. Die einen übertragen es mit Poetik, die anderen mit Ahne. Ich möchte mich der Erklärung anschließen, die Guido von List gibt, nach welcher Edda mit von Edda, das heißt von jeher seiend zu deuten wäre, ähnlich dem Namen der ersten Nonne Urda, der sich als seit dem Urda, das heißt seit Urtagen, erklärt. Mit dieser Übersetzung des Wortes Edda würden wir uns von den beiden anderen Deutungen nicht so sehr entfernen, nimmt man Ahne in jenem Sinne von Edda und Poetik als Gesetz, Ursache, Ursprung.
Dass das weder der Inder und das Edda der nordischen Arier gemeinsamer Herkunft und Bedeutung ist, versteht sich beinahe von selbst. Trotzdem wurde der Zusammenhang bisher nicht erkannt. Was ist die Edda? Was ist ihr Inhalt und Gehalt? Mit Edda wurde ursprünglich eine Art Handbuch der Götterlehre, Göttergeschichte und der Dichtkunst bezeichnet, das der große isländische Dichter und Geschichtsschreiber Snorri Sturluson, er lebte um 1200, hinterlassen hat und das heute unter dem Namen Prosa oder Snorri-Edda in der Literaturgeschichte bekannt ist. Bischof Brynjolf Sveinsson auf Island schloss von den in diesem Lehrbuch eingestreuten Versen auf eine Sammlung alter Lieder, die hier zugrunde gelegen haben müsse, und in der Tat gelang es 1641 seinen Bemühungen, die vermutete Sammlung auf einem isländischen Hof in einer Pergamentschrift zu entdecken. Bischof Brynjolf glaubte diesen von dem bekannten isländischen Dichter und Gelehrten Sæmund Sigfússon, der etwa um 1100 lebte, zuschreiben zu müssen und nannte die Liedersammlung Sæmundaredda. Die Sprachforschung spricht heute meist von der Eltern- oder Liederedda. Als Sammler vielleicht, als Dichter jedenfalls kommt Sæmund für die ältere Edda nicht in Frage. Diese ragenden Zeugnisse arisch-germanischer Literatur aus heidnischer Götter- und Heldenzeit sind sehr viel älter, und wir greifen nicht fehl, wenn wir den jüngsten Teilen der Edda schon ein mindestens tausendjähriges Alter geben, den mittleren anderthalbtausend Jahre zubilligen und von den Ältesten annehmen, dass ihre Wurzeln in graue Vorzeiten reichen, dass sie uralte Überlieferungen sind einer ursprünglichen arischen Kultur und Religion. Ihre letzten Erkenntnisse zeugen von solcher Höhe schöpferischen Menschentums, dass sie das Wort vom Fortschritt der Menschheit, ganz besonders im Hinblick auf unsere Tage, zuschanden machen. In Urtagen war's, als Adler schrien und heilige Wasser von Himmelsheim rannen, da hatte den Helge, den herzensgroßmütigen, Borghild geboren zu Prage-Walsburg. In Nacht lag der Hof, da nahten sich Nornen und schufen dem Edling Bestimmung und Alter, verhießen ihm fürstliche Ehren in Fülle und vor allen anderen den edelsten Ruhm. So schützen mit Macht sie die Fäden des Schicksals, das Wettersturm stöhnte im brechenden Wald, entsandten und banden die Seile von Golde und machten sie fest in des Mondsaales mitten. Und bargen die Enden im Osten und Westen, das mitten im Netz lag des Ruhmschwangrinland. Nur Schuld warf zuletzt einen Strang noch gen Norden und befahl ihm, für immer und ewig zu halten. Es ist beinahe selbstverständlich, dass der Inhalt der Edda nicht isländischen Ursprungs ist, sondern gemeinarischer Besitz, insonderheit aber deutscher. Denn es wäre als selbstverständlich anzunehmen, hätten wir nicht die überzeugendsten Beweise, dass diese Helden-, Spruch- und Götterdichtung in unseren Breiten, im deutschen Mittellande arisch-germanischer Kultur in noch schönerer Blüte stand, als in dem wohl immer dünner bevölkert gewesenen Skandinavien. Wie fanden sich aber diese Lieder nur noch in Island? Durch ein gütiges Geschick sind sie uns dort, auf der entlegenen Insel, erhalten geblieben, während in den übrigen germanischen Ländern schon früh die Verfolgung und Vernichtung aller heidnischen und rassischen Kultur begonnen hatte, nicht anders als heute der deutsche Geist noch bewusst durch Fremden ersetzt wird, nur mit anderen Mitteln. Dieser fast hellsichtige Hass gegen arisch-germanische Kunst und Weltanschauung hat uns auch um das Erbe unserer frühen Literatur gebracht, bis auf wenige Reste, deren bedeutendster die Edda geblieben ist. Die Geistes- und Gesinnungskultur jener Zeit muss schon deshalb als hochstehend angenommen werden, weil sie früher für würdig befunden wurde, von allen dunklen Mächten bekämpft zu werden. Die Geschichte der Unterdrückung unserer rassisch-germanischen Kultur, Kunst und Religion ist heute noch nicht abgeschlossen, und alle unarischen und ungermanischen Weltherrschaftsvertreter sind darauf aus, unseren ererbten Leib und unsere eingeborene Seele in Fesseln zu schlagen. Nur unter diesem Gesichtspunkt kann unser Verhältnis zur Edda richtig aufgefasst werden und die Tatsache, dass sich mehr denn je die Geister wieder der Edda und ihrer Weisheit zuwenden, beweist, dass wir nach einem großen Ergehen wieder den festen Boden einer zielweisenden Straße betreten haben. Wer in den Edda-Geist eingedrungen ist, wird auch verstehen, wie leicht der Heilsgedanke der reinen Lehre Christi an die Seelenverfassung unserer Vorfahren, jener am Edda-Geiste geschulten Menschen, Anschluss gewann. Sie blieben mit der Aufnahme der Christuslehre in dem Ring ihrer eigenen Weltanschauung, in jenem Ring, der indische Gotteserkenntnis, christliche Menschenliebe und ethnische Weltweisheit umspannt. Gegen was sich von jeher die germanische Welt wehrte, war der äußere Zwang von Staat und Kirche, der unter Karl dem Großen in Deutschland, Harald Schönherr in Norwegen, gegen die heilige innere Freiheit des germanischen Menschen ausgeübt wurde und unter vielen anderen Scheußlichkeiten zur Schlachtung von vielen tausend edlen Sachsen durch Karl führte. Wer heute noch nicht erkennt, um wie viel mal christlicher Widukind empfand, als er, der schon in der Taufe stand, an den Priester die Frage richtete, wo sich seine Väter wohl befänden, in der Hölle oder im Himmel? Und auf die Antwort, als Heiden selbstverständlich in der Hölle. Aus der Taufe stieg mit den Worten, dann will ich auch zur Hölle. Der hat von der entscheidenden Wendung in unserer Kultur- und Geistesgeschichte keine Ahnung. Man betrachtet den Entschluss Widukinds, sei es nun Tatsache oder bloß eine schöne Legende, nicht als einen naiven Heroismus. Das war blutiger Hohn auf eine Anschauung unbarmherziger Niedrigkeit, die Unschuldige für ihr Nichtwissen ewiger Pein überlässt. Solche Vorstellung ist der germanischen Seele fremd. Gotik und Mystik, Bruno, Bacon, der Frankfurter Deutschherr, Eckehard, Luther, Böhme, Angelus Silesius, Goethe, Kant, Schopenhauer, das sind die Etappen in dem Kampf ethischer Geistesfreiheit gegen den Zwang unchristlicher und ungermanischer Mächte. Im duldsameren Norden, der in Geist und Rasse lange Zeit reiner geblieben war, konnten noch um 1300 Leute, unbeschadet ihres Christentums, das etwa um 1000 auch in Island Eingang gefunden hatte, diese Lieder sammeln, wohl um die Zeit, in der mündliche Überlieferung durch Dichter und Sänger anfing nachzulassen. Wir müssen von Herzen froh darüber sein, denn was uns in der Edda überkommen ist, zeugt von der Großartigkeit und dem besten Adel hohen Menschentums. Diese Dichtungen zählen zu den ersten der Weltliteratur und wurden in ihrer Eigenart von keinem anderen Volke erreicht.
Ein schicksalsgebundener starker Lebensglaube erfüllt diese Menschen und eine tiefe Liebe zur Wahrheit alles Lebendigen, wie sie nur eine im Innersten heldisch geartete Rasse erfüllen und erfassen konnte. Dieser Lebensglaube überwindet selbst den Tod, wie auch die Liebe in der Vorstellung, besser noch, in dem Wissen dieser Menschen den Tod überdauert. Der Mensch lebt nicht einmal, sondern sein höheres Ich ist ewig. Es wechselt wohl Name und Gestalt, aber es ist eingeschlossen in den Ring des Geschehens durch die ewige Wiederkehr, in die ewige Folge der Dinge vom Entstehen über das Sein zum Vergehen und damit zum Neuentstehen. Friedrich der Große gab dieser Überzeugung kurz vor seinem Tode Ausdruck mit den Worten: Ich fühle nun, dass es mit meinem irdischen Leben bald aus sein wird. Da ich aber überzeugt bin, dass nichts, was einmal in der Natur existiert, wieder vernichtet werden kann, so weiß ich gewiss, dass der ältere Teil von mir darum nicht aufhören wird zu leben. Zwar werde ich wohl im künftigen Leben nicht König sein, aber desto besser. Ich werde doch ein tätiges Leben führen und noch dazu ein mit weniger Undank verknüpftes. Den zum ewigen Tode Verurteilten sei es gesagt. Den ewigen Tod erkennen sie an, ja sie preisen ihn, das ewige Leben, die ewige Wiederkehr aber leugnen sie. Ein kleines Nachdenken aber müsste ihnen sagen, dass ewiges Sterben nicht denkbar ist ohne ewiges Leben, weil doch das eine das andere bedingt. Nun ist ja auch, wie schon Schopenhauer andeutet, dem kirchlich unverbildeten und dem rassisch unbeirrten Ari die Seelenwanderung im Sinn eines unsterblichen, ewig sich zur Vervollkommnung wandelnden Ichs, einem tiefsten Innern seines Bewusstseins unbestrittene Tatsache. Er kennt keinen irgendwie geartierten Gott außerhalb seiner selbst und weiß aus unerschütterlicher, fast körperlicher Gewissheit von der Unsterblichkeit seines Ich. Deutlich spricht das die Edda aus in einem Nachsatz zu dem Helgelieder. Mehr als Worte darüber wird der Eindruck dieser gewaltigen Dichtung dem innerlich Berufenen das Richtige sagen. Das war Glaube in der Vorzeit, dass die Menschen wiedergeboren würden, aber das wird nun alter Weiber Aberglauben genannt. Das Göttliche seiner geistigen und seelischen Herkunft gibt ihm Haltung und Richtung für sein ganzes Tun und Lassen. Sein Denken und Fühlen hat er beide erst einmal von allen unreinen Belastungen aus orientalischen, religiösen und rechtlichen Begriffen befreit, verleiht ihm eine heitere Unbefangenheit gegen Welt und Schicksal, wie sie nur die Tatsache ewiger Seligkeit im Tode und im Leben dem Guten, dem Göttischen, Göttlichen, Göttlichen, dem Göttischen, denn das heißt alles dasselbe Menschen sichern kann. Der Götte, der Göttische, der Göttliche ist der Menschensohn, das ist dasselbe wie Gottes Sohn und die germanische Seele hat in Wahrheit Gott nirgendwo anders gesucht als in sich selber. Deshalb wird man in der Edda vergeblich seinen Namen angerufen hören, und wo er Allvater, wo dann, der höchste Dichter und mit 100 anderen Namen genannt wird, da ist es immer nur im vergleichenden, im missischen Verstande gemeint. Nirgends ist er der Herr, der Gott, der Weltherrscher außer und über uns in der trostlosen Fassung einer persönlichen Wirklichkeit. Heil Tag dir! Und heil euch, ihr Söhne des Tags! Heil Nacht! Und euch Töchtern der Nächte! O sieht mit gnädigen Augen herab! Und gebet uns sitzenden Sieg! Heil euch, ihr Rasen! Und singen heil! Und heil dir, viel nützlicher Erde! Gebt Rede, Vernunft uns allen und Ruhm! Und lebenslang heilende Hände! Deshalb verlautet auch in den Sagas kein Wort von Gott und seinem Wollen, denn auch noch der alte Isländer empfand sich selber in jedem einzelnen Fall als die Erfüllung des Schicksals, als Gott, obwohl er den Gedanken niemals aussprach, ja, obwohl er ihm vielleicht niemals ganz bewusst wurde. Jeder Arier fühlt sich als Mittelpunkt der Welt, ich bin der Anfang und das Leben. Wo könnte also Gott sein, wäre er nicht selber ein Teil von ihm, und Gottheit, lebte sie nicht in ihm selber. Die innere Gewissheit von der Göttlichkeit und Ewigkeit des eigenen Ichs findet ihren äußeren Ausdruck im Glauben an die Seelenwanderung, einem Glauben, der jedem heute noch zur Gewissheit der Erfahrung wird, der genügend Erberinnen aus reiner Rasse auf seinen Lebensweg mitbekam, und nie hat ein Mythos, sagt Schopenhauer, und nie wird einer sich der so wenigen zugänglichen philosophischen Wahrheit enger anschließen als die Metempsychose, Seelenwanderung. Sie ist das Nonplusultra messischer Darstellung. Sie ist eine uralte Lehre, die sich bei allen Völkern, mit Ausnahme der Juden, findet. Auch die Edda, sagt er an anderer Stelle, namentlich in der Voluspa, lehrt Metempsychose. Der Gedanke klingt wiederholt hell auf, so im Liede von Siegfrieds Tod und im Liede von Helge, dem Hundingstöter. Aber das sind wenige Beispiele aus den tausendfachen Zusammenklängen mit unserem heutigen Suchen und Sehen, das die Edda füllt. Ich will mich kurz fassen und ziehe zusammen, die Edda, und im Zusammenhang mit ihr das gesamte noch vorhandene Rahmenwissen muss in Unterricht und Erziehung an den Anfang gestellt werden, denn es ist unser eigenstes. Ich kann erst fremde Anschauung mit Vorteil und Verstand aufnehmen, wenn ich mir vorher das meinem Wesen nahe und eigene restlos einverleibt habe. Was nützt es uns, in Kirche und Schule mit dem Alten Testament anzufangen? Mag man das doch, zumindest für den religiösen und weltanschaulichen Unterricht, seinen Sammlern und Redaktoren überlassen. Rein geschichtlich und missisch reichen allerdings seine Wurzeln zu arischen Quellen. Ich glaube, wir haben diesen Mangel an eigenen Ausgangspunkten heute schon bitter büßen müssen und sind zu einer Einsicht geneigt. Um seine Herkunft kommt kein Mensch auf Erden herum. Das mag sich auch jeder sagen, der, unentwegt einem vagen humanistischen Bildungsideal nachstrebend, allem Fernen vor unserem nächsten Erbe und Wissenden vorzugibt. Den Götterhimmel der Alten als eine untergeordnete Weltvorstellung aufzufassen, ist eine Abgeschmacktheit und verrät wenig Urteilskraft. Die christlichen Religionen heute stehen mit ihrem persönlichen einen Gott ärmlich vor der Tiefe jener alten Lehren, die lediglich von uns missverstanden werden, ja offenbar missverstanden werden sollen. Die Religionen der Alten standen ohne Zweifel auf höherer Erkenntnisgrundlage als die christlichen, die alles wertvoll aus ihnen entlehnt haben.
Die Alten zeichneten sich durch einen wunderbaren Reichtum der Gebilde und Gestalten aus, der aber immer wieder auf eine Einheit hinter allem und über allem hindeutete. Über allen Göttern steht Allvater, erlebt durch alle Zeitalter. Dieser Allvater, gleich Allvutor, was der Allzeuger bedeutet in der nordischen Sprache der Edda, ist also nicht Wotan in der üblichen Vorstellung und nach den sonstigen Zeugnissen der Edda. Hier ist meist Wotan ein Göttervater mit allen Schwächen und Stärken, der schließlich unterliegt mit seinen Asen an der Weltschuld, die er selbst heraufbeschwört. Es muss also ein anderer Allvater sein, ein Allzeuger, und in der Tat unterrichtet uns auch die Edda im Blendwerk der Götter, Gylfaginning, von göttlichen Gewalten, denen die Asen opferten, also die Götter noch höheren Mächten. Es wird damit also klar ausgedrückt, dass der Zwölferkreis der Asen, unter ihnen Wotan als der 13., unter einer höheren göttlichen Gewalt stand. Er war der himmlische zwölfteilige Tier, eigentlich türgleich Drehkreis, als eine Offenbarung des Allzeigers. Die Götter, die Asen sind lediglich Bilder, Abbilder dieser höheren Allgewalt, die sie Allvutor gleich Allzeuger nannten. Von diesem Allvater wird auch nach derselben Quelle ausgesagt, dass er bei den Eisriesen war, den Juden, bevor noch Himmel und Erde war. Dieser Allvater Allzeuger ist das geistige Prinzip in der Schöpfung, ist der Manngeist. Mit den Eisriesen sind die Elemente sozusagen gemeint, der Urstoff, die Materie, die Matter, englische, Gleichstoff. Die Juden, auch Thursen genannt, was die Esser und die Dürster bedeutet, sind hier und überall in der Edda das Ungeistige, der ewige Stoffwechsel, der ewige Wechsel des Stoffes innerhalb eines Urelementes, unter dem Antrieb des Geistigen. Das Wort Jute ist der Gegensatz zu Gatte, Gott, dem Guten. Die Erkenntnis, dass das Leben aus einer Polarität besteht und entsteht, aus dem Gegensatz, war den alten Germanen ungleich wacher im Bewusstsein als uns heute. Sie wissen, vor der Erde bestand nichts, außer Nebelheim und Flammenheim, was lediglich zwei Zustände bedeutet, nämlich Kälte und Wärme, aus denen sie die Welt, das Leben entstehen lassen. Das ist eine durchaus modern wissenschaftliche Vorstellung. Wir müssen uns darüber klar werden, dass den gottverbundenen Menschen eine Urschau eignet aller Ursachen, um die sich die heutige Menschheit mit dem Verstand allein vergeblich bemüht. So kommt es, dass wir auf allen Gebieten die Kenntnisse der Alten in erstaunlicher Vollendung vorfinden, zu denen wir keine Verstandeswege und Schlüsse entdecken können und darum falsch schließen, als legen hier zufällige Ahnungen vor. Gewiss spielt auch die Ahnung, das heißt das denkerische Ergebnis der Ahnenreihe, von der Zelle bis zum Gotte, eine Rolle, denn wir sind seit Urzeiten in die Entwicklungslinie zwischen diesen beiden Punkten sozusagen eingespannt. Alles Einzelwissen wird uns niemals den Mythos, die Urschau ersetzen können, so wenig wie ein Haufen Backsteine sich von selber zu einem kunstvollen Bau zusammenfügt. Ymir heißt in der Edda der Riese, aus dem die Asen die Gestalt der Erde sich erbauen. Ich habe das Wort übersetzt mit immer. Immer ernährt sich von der Welt Kuar Dumbla, was Überfluss aussagen soll. Beide sind ein Sinnbild der unerschöpflichen Natur, der allernährenden Mutter. Adumbla leckt das Salz aus den Eisblöcken, leckt das Leben hervor. Aus dem Salz der Erde entsteht der Gottmensch, das Geistige, das menschlich zur Vollendung Strebende. Dieses göttlich-geistige, in Ewigkeit verbunden mit dem Riesischen, der Materie, dem Stofflichen, belebt immer wieder den Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Wärme und Kälte, Ja und Nein, Feucht und Trocken, Hoch und Tief, Licht und Dunkel. Das Geistige durchdringt nun das Körperliche und löst es belebend auf, vergeistigt es, aber noch nicht restlos, denn das Triebmäßige herrscht mit, trübt noch das Geistige und das ist der Fluch dieser Welt. Götterwelt? Götzendienst? Es wird jedem Einsichtigen klar, dass alle diese Bilder tiefe Deutungen und Bedeutungen sind einer göttlichen Urmacht, die eine Einheit ist, und die Alten waren nicht arm genug, sich daraus eine Person aufzuputzen, die, sei es nun im Hause einer nebelhaften Ewigkeit oder in der starren Begrenztheit von Raum und Zeit, eine unwahrscheinliche, jedenfalls immer unglückliche Rolle spielt. Der erste Forscher, der in der Edda noch echte Mysterienüberlieferung erkannt hat, ist T.L. Studach, der schon im Jahre 1829 in Nürnberg eine Übersetzung der Simundareta erscheinen ließ, die das Beste und Tiefste über die Edda an Kommentaren enthält, lange vor Grimm. Sein Werk ist vergessen und nirgends wird sein Name und seine Übersetzung genannt. An ihm ist die ganze Germanistik verständnislos vorbeigegangen. Er hatte den Schlüssel zur Edda tatsächlich gefunden durch die Entdeckung, dass es sich um eine Überlieferung der alten eingeweihten Mysterien handelt, wie sie uns unversehrter in keiner anderen Bibel erhalten sind. Und das wird einst noch die ungeahnte Wirkung der Edda ausmachen. Voluspa wird übersetzt mit Divala spricht, ich möchte eher das Spa als das Urwort für spähen, sehen erkennen wollen, die Wöhler spät. Das heißt die Seherin sieht mit dem geistigen Auge zurück in die Vergangenheit und vorwärts in die Zukunft. Darum auch übersetzte ich die Überschrift des Gedichtes mit der Seherin Gesicht. So heische gehöre ich vom heiligen Geschlecht, von hohen und niederen Nachkommen Heimdalls. Nach Walvaters Willen nun will ich euch künden, was vor Zeitmehren der Menschen nicht weiß, mir ahnt noch der Riesen, der Urinstgeborenen, die selbst mich vor Zeiten haben gezeugt. 9 Weltkreise waren, 9 Maßräume weiß ich des ewigen Weltbaums, entwachsen der Erde. Im Alter noch war es, als Urgebraus lebte, nicht Sand war noch See noch kühlende Wogen, nicht Erde auch war, nach oben der Himmel, nur gähnender Abgrund und nirgend ein Gras. Aller Mythologie liegt eine versunkene Erkenntnis zugrunde. Mythen sind keine Volksdichtungen, wie nur ganz grobes Missverständnis behaupten kann, sondern immer Bilder von Erkenntnissen, die erst den Mythos schaffen können. Übersinnliche Welterkenntnis wurde in jenen Zeiten und Schulen gepflegt. Der germanische Mensch steigt nach seiner Allvaterverbundenheit im Vorweltmythos unmittelbar als Sohn, als Gottessohn aus dem Vater- und Muttergrunde der Welt.
Nur ein Arier, nie ein Orientale konnte den urchristlichen Vatergott erkennen. Und nur eine ihm völlig entfremdete Kirche konnte sich so weit von diesem Urgedanken entfernen, wie sie es tat. Das Hak-All, die Weltische Yggdrasil, der Ich-Träger, wirklich übersetzt, ist kosmisch gesehen der Gottesleib, der kosmische Leib des Menschen. Die Erschaffung des Menschen aus einem Baume, wie sie die Edda lehrt, erweist sich also als eine höhere geistige Wirklichkeit. Die Edda hat diesen Welt- und Lebensbaum und seinen Sinn noch in reiner Geheimsprache erhalten, wie keine andere Überlieferung und zeigt damit an, dass sie am nächsten dem Ursprung dieses Gedankens geblieben ist, dass ihre Offenbarung die ältere ist, die reinere. An seinem Fuße, an den drei Wurzeln, wohnen die Schicksalsfrauen Urda, Vedanti und Skuld, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. An ihren Wurzeln entspringen die vier Geistesströme, und Mime, die kosmische Weisheit, sitzt beim Quell der Erinnerung. Er ist eine lebendige Urwesenheit. So lebendig uns. Die Erinnerung bleibt, so wahr lebt Mime, das heißt das Mir mich, die Selbsterinnerung. Eine Erinnerung an den Weltenbaum aus dem stammverwandten Lande der Ariohender ruft in den Upanischecken des Veda zu uns hinüber. Wurzeln oben, Zweige niederhängend, sie hat jener ewige Feigenbaum. Dieser ist das Reine, ist das Brahman, dies wird das Unsterbliche genannt. In ihm ruhen alle Weltenräume, keiner schreitet über ihn hinaus. Vergleicht man die gewaltigen Erkenntnisbilder der Messe mit den seichten Sprüchen unserer Masse, dann kann man mit tiefster Erschütterung die furchtbare Geschichte unseres geistigen Zusammenbruches ermessen. Weltbaum 6 Stern Hak-Alrane mit Hak-Alrane oder Weltbaum. Die Zurückführung des furchtbaren geistigen Zusammenbruches der Welt, im Besonderen Deutschlands, auf das Grundübel der verkehrten Weltanschauung, findet in Thomasin von Zirkleris der Welsche Gast eine unmittelbare Darstellung, worauf Martin Brücher zuerst hingewiesen hat. Sie ist von unschätzbarer Bedeutung, weil zur Zeit Zirkleris, 1215, das geistige Grundübel in seiner gemeinen Entartung in vollster Blüte stand, während andererseits die erkenntnismäßigen Überlieferungen des reinen unverfälschten Deutschtums noch verhältnismäßig frisch, wenn auch zusammenbrechend, zu beobachten waren. Der Welsche Gast ist ein großes Lehrgedicht, welches sich, wie der Name schon deutlich sagt, gegen die stark endechristliche Verwälschung des Deutschtums stemmt. In hervorragender Gedankenklarheit zeigt die abgebildete Seite anschaulich den Hauptgrund unseres Zusammenbruches. Wie Zirklare in seiner zweiten Zeile, Werkel, Abbildung, richtig sagt, ist das Grundübel die Unwissenheit, die in Ermangelung eines geistigen Führers durch Ratlosigkeit das geistige Wirr und Irrsal nicht mehr zu entwirren vermag. Seinem Texte fügt Zirklare unmittelbar eine Figurengruppe bei, welche das Gesagte in Einfachheit und mit tiefer Sinndeute unterstützt. Hinten, rechts, auf der Seite des Rechtes, steht der Alte, links vor ihm der Junge, der Linke, Letze. Es ist die alte und die neue Lehre. In frechem Geiste spricht nun das Spruchband des Jungen, MHD, lass mich vor alter Tor, lass mich vor, alter Tor. Auf dem Spruchband des Alten lesen wir die schmerzlichen Worte, MHD, also steht der Welt nun, also steht es mit der Welt nun. Links sitzt der Herr, Gott, welcher sich an den Menschen wendet und ihn fragt, MHD, wen will du zu Fürsprecher, wen willst du zum Fürsprecher? Der Angeredete hält ihm hierauf einen Widder mit der Antwort auf dem Spruchband vor, MHD, den Widder ich nehme wohl, den Widder ich nehme selbstverständlich. Hierbei wendet sich der Angeredete an seinen freundschaftlichen Hintermann, welcher ihm durch sein Spruchband bezeugt, MHD, du hast Rete getan, du hast Recht getan. Mit dem Widder ist der Aries gemeint, der Arier, der Ase, der Widder kommt nach der Götter- und Menschendämmerung. In rechter Erkenntnis wendet sich nun der Klare gegen die neu eindringende welsche Gefahr, indem er beginnt. Der Unweise eines weisen Zunge hat. Der Weise kann nicht geben Rat. Das heißt, der sich vordrängende Junge maßt sich die Weisheitszunge des alten Wissens an, und in tiefstem Schmerz folgt die Antwort, weil der Alte, Odin Zeus, nicht mehr Rat geben kann, denn das alte Erkenntnisgesetz ist verloren und niemand ist da, der den Irrtum aufzeigen und beweisen kann, niemand ist da, der sich nicht fürchtet. Vor den Alten drängt sich der Junge, da spricht jener die Geißel den Worte. Das Vieh hat eines Menschen Zunge erwischt und wähnt zu sprechen wohl, ein jeglicher Mann soll hinfür seine Zunge stillhalten und soll das Vieh lassen reden, so ist geworden, neues, Recht. Das heißt, das Unterste ist zu Oberst gekehrt. Der Herr soll ehren den Knecht, die Reiter sollen gehen zu Füßen, mit Recht die Lotter, Lüdrigen, reiten müssen. Der heilige Weissager sprach, als er die Diener reiten sah, während die Herren mussten gehen, das soll man so verstehen. Dass die Bösen haben Ehre, die Frommen, Guten, sind erniedrigt sehr. Das ist nun worden alles Schein. Warum muss das also sein? Nichtssagende christliche Beschönigung antwortet. Weil haben die untugendhaft, in der Welt die Meisterschaft. Mit Entrüstung weist er daher zurück. Wie? Habt ihr mich nicht verstanden? Dass die Bergbäume, Erkenntnisgipfel, sind gesunken herab zum Moor? Denn nur ein Erkenner sieht, wie unser höchstes Erkenntnisgut bis auf den untersten Grund des Moorastes gesunken ist. Es nützt hierbei auch nichts, wenn hilflose Gebildete die Unnatur der Verhältnisse bestätigen, denn diese spürt selbst der Ungebildete am eigenen Leibe. Wird man einem Gebildeten den Grund der ganzen Pest nennen, so versagt er meist aus dem gleichen Grund wie der Ungebildete, an der erschreckenden Unfähigkeit inneren, geistigen Schauens. Schließend sagt daher der Alte, als das Moorgras unten in dem Moorwas war, und die Schemel unten lagen, Knecht war, und als wir hohe, Geistes, Tische pflagen, Theis, Tür, hatten, und niedrige Bänke, Volk, wisse, dass das damals die Welt stand besser. Damals tat der Herr und der Knecht, das, was sie sollten tun von Recht. Zwei Punkte sind als die wesentlichsten nochmals hervorzuheben. Die zweite Verszeile, der Weise darf nicht geben Rat,
Das heißt, die Lüge kann nicht erkannt und zurückgewiesen werden. Dann die Zeichnung des Jungen, der mit hoher Gewalt und mit Hohn bewusst darauf ausgeht, den Erkenntnisbaum zu fällen. Die beiden Freunde aber reichen sich die Hände. Liebe und Erkenntnis beseelt sie, sie wissen vom Wider, vom Wider, der da wiederkommen wird. Also steht es mit der Welt heute. Die Wiedergewinnung der reinen Erkenntnis ist jedoch an mathematische Gesetzlichkeit geknüpft, die sich aller menschlichen Unwissenheit und Verderbtheit zum Trotz immer wieder im Geistigen erfüllen muss. Und wenn auch der Neid aller Völker und eigenes entartetes Mischblut, gleich dem bösen Neidwurm an den Wurzeln des deutschen Erkenntnisbaumes, der Weltische Yggdrasil, Verderben wünschend nackt, vergebens, denn es ist anders von Odin bestimmt. Dieses schaut nur das helle Auge des Schauers, welcher weiß, dass es keinen Untergang geben kann. Der Alte gibt wieder Rat.